Herzlich willkommen bei Feuerwilli. Das bin ich. Ich bin heute in Gotzhorn mit dem Kameraden Stefan. Das bin ich. Und wir haben noch ein paar kleine Tipps für euch, wo ich gesagt habe, Stefan, komm her, wir gehen mal ganz kurz vor die Kamera. Wir wollten gerade zusammenpacken und losfahren und dann sagt er, halt, stopp. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Alles klar? Los geht's. Also wir hatten ja vorhin in vorigen Filmen gezeigt, wie man sich auskleidet. Die Klamotten, die ich jetzt wieder anhabe, sollen ja eigentlich separat verpackt werden, wie wir gesagt haben. Dafür haben wir Säcke verlastet. In diesem Fall haben wir sie hier. Andererorts werden, packen sie vielleicht unter den Fahrersitz oder hinter den Fahrersitz oder wo man Platz hat. Damit, Moment, also das heißt, die Säcke sind jetzt hier, damit die Klamotten reinpackt? Damit wir die im Einsatz oder die nach dem Einsatz die kontaminierten Sachen einpacken, beschriften können. Und dann gehen die den Film da übrigens dazu, wo er die Sachen aussieht, da blende ich euch mal kurz um ein. Und okay, und dann der Sack, wenn der voll ist, das würde mich mal interessieren, macht der zu mit Klebeband oder? Der wird mit Klebeband oder halt, wenn genug Luft ist, verknotet richtig. Und Name wo? Drauf. Dann kommt drauf, was für ein Einsatz. Ach, für jeden einzelnen Einsack? Für jeden einzelnen Einsack. Ich hätte jetzt alle da reingeschmissen. Okay. Nein. Okay. Jeder separat mit seinen ganzen Klamotten. Was für ein Einsatz es war, damit auch die Gerätewarte, die die Sachen dann reinigen bei uns, die Hauptamtlichen, wissen, was da für ein Fall war, wie stark sie gereinigt werden müssen. Oder vielleicht sogar auch weg müssen. Alles bei Chemieunfällen oder so. Okay, das waren jetzt die Säcke auf dem Fahrzeug. Okay, ja. Tipp Nummer zwei. Tipp Nummer zwei ist, gebrauchte Flaschen werden nach dem Einsatz verlastet. Man weiß immer nicht, welche, wenn man als zweiter Trupp kommt, welche Flasche voll ist. Wir machen es so, wir haben uns hier Bänder angefertigt. Die leere Flasche wird hier verlastet. Das Bändchen drumherum gezogen. Damit weiß jeder, diese Flasche ist leer. Und wenn ich eine neue brauche für mein Gerät, diese werden die vollen. Total simpel. Können wir totlachen. Ja. Wer ist denn da aufgekommen? Er musste patentieren lassen, Junge. Ja. Nee, aber wie gesagt, total einfach, total gut. Klasse. Tipp Nummer 3. Tipp Nummer 3. Wir haben für die Atemschutzgeräteträger die Masken hier oben in den Beuteln verlastet. Keine Sachen mehr an der Seite. Wir haben Platz für andere Sachen. Jeder kann zugreifen. Nimmt sich die Dinger raus. Natürlich sind verschweißt. Ach, die sind trotzdem noch eingeschweißt? Trotzdem verschweißt, genau. Okay, und warum ist die Tasche da rum? Warum nicht einfach so? Einfach, um gegen UV-Strahlung zu schützen. Ah, okay. Wir machen das ist ja klasse. Wir machen es so, die Maske kriegt Monat und das Jahr drauf, in dem Moment, wenn sie von der Reinigung wiederkommt, damit wir wissen, wann die wieder weg müssen. Mhm. Bei uns ist jetzt es so, dass wir natürlich eine hohe Einsatzzahl haben und meistens die Masken weit vor Ablaufdatum wieder weggehen. Grundsätzlich wie lange kann man denn so eine Maske? Grundsätzlich eine Maske, die auf dem Auto verlastet ist. Nach einem halben Jahr, egal ob benutzt oder nicht, weg. Wieder zur kompletten Überprüfung, zur Desinfektion und allem. Muss, Vorschrift. Habe ich die im Gerätehaus wieder verpackt liegen, und ich rede davon gegen nicht geschützt, habe ich ein Jahr Zeit. Also, das hat damit zu tun. Normal sind die auch im Koller drin, ne? Also in so einem, wir haben sie dann den Behältern auch im Gerätehaus verlastet, aber immer gleich mit Datum drauf. Okay. Ja. Super. Ist einfach zur Sicherheit gegeben. Also für die Atemschutzgerätewarte, vielleicht ist das nochmal ein Tipp. Kleiner Aufwand, aber ja, super. Ja, kleiner Aufkleber, Edding draufgeschrieben. Fertig. Super. Das sind so die Kleinigkeiten, auf die ich hinaus wollte. Das ist super. Das sind immer wieder Kleinigkeiten, die uns im Laufe der Zeit, die allen Leuten einfallen und wir eigentlich zeitnah umsetzen, da wir dank unserer Brandmeister sehr unterstützt werden dabei. Dann. Schön. Ein Tipp haben wir noch. Tipp Nummer 4. So, Bändchen ist jetzt drum. Und was machen wir jetzt damit? So, wir sind jetzt am Gerätehaus angekommen. Fahrzeugaufbereitung natürlich wieder. Es müssen neue Flaschen drauf, beziehungsweise Schläuche und Co. ausgetauscht werden. Wir machen es jetzt so. Wir nehmen die leere Flasche mit. Okay, ich komme einfach hinterher, ne? Ui, gucke mal. Diese wird hier verlastet. Das Band bleibt hier. Ich nehme mir ein neues und verlasse das nachher dann aufs Auto, dass ich immer da genug vor Ort habe. Diese lassen wir jetzt so lange dran, bis die hauptamtlichen Gerätewarte uns die vollen Flaschen gebracht haben. Die nehmen die Bänder ab, hängen sie uns hier wieder hin.
und tauschen dementsprechend aus. Die wissen, welche Flaschen leer sind, wir wissen es. Hier packen wir die gebrauchten Masken rein. Zusätzlich gibt es von uns per Telefon eine Meldung an die, wenn wir das wie in diesem Fall hier haben. Hier ist uns heute beim Einsatz an einem Atemschutzgerät was kaputt gegangen. Okay. Ja, hier ist mal die Flaschenhalterung defekt gegangen. Dort gibt es eine Mängelmeldung, die wir statt komplett machen, damit die genau wissen, welches Gerät, aus welcher Ortswehr und was daran ist. Ah, top. Ja, auch wenn es jetzt mit Beflammung oder sonstiges wäre. Super, okay. Also ich muss sagen, das ist wirklich sehr professionell. Ne? Ein vollen Rollwagen, hier gekennzeichnet, alle drin. Gleich daran gedacht, dass man sich ein frisches Band nimmt. Super, okay. Kommen wir zum nächsten Tipp. Das ist für uns Atemschutzgerätewarte. Als Tipp vielleicht für andere Kameraden. Wir haben hier jedes einzelne Fahrzeug aufgeführt mit jedem Gerät, wo es verlastet ist. In dem Fall im Mannschaftsraum, wie viele Masken ich habe. Das gleiche habe ich hinten im Geräteraum mit Nummer, mit welchem Lungenautomaten, weil ich tausche die natürlich auch aus. Dementsprechend kann ich das markieren, die einzelnen Fahrzeuge, was unser Rettungstrakt betrifft, was wir auf Lager haben, normale Flaschen, Masken, Sprechgarnitur, ohne Sprechgarnitur, also sprich die Anschlüsse, was ich noch an Lungenautomaten zurzeit zur Verfügung habe. Und hier schreibe ich einfach auf, was ich zurzeit an die hauptamtlichen Gerätewarte rausgegeben habe. Das heißt, ich habe immer im Blick, welche Lungenautomaten, welche Geräte sind eventuell in der Werkstatt, wie viele Masken habe ich oder Flaschen zum Befüllen dort, um dann zu überprüfen lassen oder wenn wir sogar in die FDZ gehen. So habe ich es immer im Blick, die Sachen kommen wieder, wir kriegen die Meldung von den Datenschutz oder von den Hauptamtlichen, wir können das wieder alles einordnen, auf Lager legen. Wärst du mir denn jetzt böse, wenn ich da ein bisschen wischen würde? Nee, ne? Also du kannst hier wischen, jetzt die Zahlen merke ich mir, im Notfall die Flaschen kann ich zählen und die Masken kann ich auch zählen. Nein, okay. Ja. Was mir auch auffällt, eine Kleinigkeit, wo wir auch, meine Wehr selber der Region Hannover angehört, sind wir aber einer anderen FTZ zugeordnet. Ne? Das hat nicht jede Stadt eine eigene FTZ. Das ist ja auf Regionsebene eigentlich verteilt. Und ihr seid zum Beispiel in Burgdorf, das ist mir auch interessant. Ne? Ihr seid gar nicht so weit weg, halbe Stunde von mir zu Hause, aber komplett andere FTZ. Nicht aber Neustadt. Da werden nur die Hauptprüfungen gemacht. Also den Rest, was Waschen, Füllen angeht und Co., wird komplett bei uns hier in Langenhagen schon selbstständig gemacht. Aber die schon gemacht, okay. Inklusive Masken, Waschanlage, alles vorne. Super. In die gehen übrigens auch die Helminlays rein. Die kann man da drin waschen. Ui, okay. Aber wie gesagt, das ist auch eine tolle Lösungsvariante, wie man hier kennzeichnet, wo man was hat. Muss man natürlich pflegen, weil sonst nützt es nichts. Das wird immer gepflegt. Immer aktuell. Hier sieht man in dem Fall jetzt sogar, da ist jetzt mal ein Gerät runtergenommen worden, weil wir das Defekt haben auf dem Hauptanteil. Hier haben wir es im Blick nochmal zusätzlich, plus nochmal eine Tafel, eine weitere geschrieben für alle Einsatzkräfte. Also muss ich sagen, großes Lob, das ist ja. Man merkt schon, dass du da mit Leib und Seele bei bist. Ne? Also das entsteht nicht von alleine. Ne? Also, ne? Ich vergebe ja gerne so ein Feuerwehr-Willi-Siegel, das will ich mal kurz an dich stellvertretend vergeben. Danke. Das ist klasse, was ihr hier macht. Das ist Gemeinschaftsarbeit natürlich von vielen Kameraden. Immer wieder die Ideen weiterentwickeln, was man so findet. Super. Wo man Lust drauf hat. Schön, danke. Ja? Also ich hoffe, das waren ein paar brauchbare Tipps. Und ich auch. Stefan, ich muss sagen, vielen Dank. Bitteschön. Und würde sagen, nächstes Video kommt bestimmt. Ne? Wir machen nochmal AGT-mäßig, wollen wir nochmal ein bisschen mehr Gas geben. Das waren jetzt also ein bisschen Grundlagen, ein paar Tipps. Aber die nächsten kommen bestimmt bald. Ne? Kommen wieder. Okay. Und nochmal schönen Dank an meine Kamerateams. Heute sind sie zu zweit. Marvin und Moritz. Die werde ich auch gleich nochmal kurz filmen für euch. Okay? Ansonsten schönen Dank und ja, bis zum nächsten Video. Und das gefällt mir da. Ne? Gut. Ja, Papa. Sehr gut. Outtake Nummer 1. Wollen wir eine Welle machen? Okay. Okay, los geht's. Halt die Kamera ruhig. Wir sind fertig. Okay.